Recycles Ruhrpott. Hallo Markus, schön, dass wir ein Gespräch mit dir führen können. Hallo Ricky. Ja, freut mich, dass wir hier sind. Du bist hier zum einen, um natürlich deine eigenen Produkte zu promoten und zum zweiten einfach mal um zu gucken, wie der Laden jetzt gerade aussieht. Hier ist gerade Saisonstart. Was führt dich und deine Produkte ins Ruhrgebiet? Ja, als allererstes mal natürlich der Klaus, mit dem ich ja natürlich schon eine lange Freundschaft verbinde. Und wie gesagt, er hat es hier jetzt eröffnet, hier Walz Hardcore Cycles in Essen. Und es ist zum ersten Mal, wo ich hier bin, hier in diesem, an diesem Standort. Und ich bin beeindruckt. Ich hatte mir das eigentlich etwas kleiner vorgestellt, aber das haben die Jungs, der Klaus und der Holger, super zusammen hinbekommen, das Ganze hier. Und das, was ich bis jetzt hier sehe und auch die Bikes, die hier jetzt in der Werkstatt sich im Aufbau befinden, finde ich klasse. Und ich denke, dass es ganz gut anläuft hier im Ruhrgebiet. Wir haben ja generell im Ruhrgebiet eine große Kundschaft hier, die ich allein in Hockenheim nicht wirklich bewältigen konnte. Und deswegen war auch das gleichzeitig ein Grund, dass wir hier im Zender, praktisch im Ruhrgebiet, so eine Dependance eröffnen. Nun ist es ja auch so, dass der Klaus schon lange Walz Hardcore Cycles aufbaut. Hinter uns steht eine, die war ja auch im Sonderband Babes on Bikes, 2006 glaube ich war es, die Piccolo Diabolo. Die 280 waren Walz Motorrad, die Indies waren Walz Motorräder. Das heißt also, auch da ist ja schon eine lange Verbindung zwischen euch. Das ist richtig. Der Klaus ist einer, oder beziehungsweise war mit seiner Firma, die er zuvor hatte, mit Empire Bikes, war er ja einer der größten Distributoren für Walz-Produkte innerhalb von Deutschlands, ne? Also nach uns. Er hat stellenweise mehr Rahmen und mehr Teile verkauft, wie wir selbst in Hockenheim, also Einzelteile an Endverbraucher jetzt. Und wie gesagt, daher besteht schon, was weiß ich, 10, 12 Jahre schon eine Verbindung zwischen Klaus und mir, eine geschäftliche Verbindung, neben der privaten Verbindung eigentlich. Ja, die private Verbindung hat euch neulich weit in Europas Norden gebracht. Mit einem anderen Sender, den wir auch alle kennen, D-Max, man kann es ruhig sagen, seid ihr eine große Nordcup-Tour gefahren. Es ging darum, oder der Kern war eigentlich, ich wollte schon immer mal ans Nordcup. Jetzt unabhängig mit was für einem Motorrad, ich wollte schon immer ans Nordcup. Also man fragte uns, ob wir was dagegen hätten, wenn da ein Kamerateam mitfährt. Mhm. Gut, da hatten wir nichts dagegen. Ein paar Mark gab es auch noch. Und wir mussten uns nicht ums Gepäck kümmern, weil das wurde im Begleitfahrzeug mitgenommen, ne? Und so entstand eigentlich die ganze Idee mit der Nordcup-Geschichte. Und das war schlussendlich, muss ich sagen, ein riesengroßes Abenteuer, ein riesengroßes Erlebnis für mich, weil ich habe noch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich kein Biker bin, weil dann bin ich einfach nicht. Ich bin wirklich ein schön Wetterbiker und auch nur, wenn es warm ist. Und das war ja natürlich gerade das Gegenteil dort. Ne? Da war es kalt, da war es nass und im Grunde genommen war alles so, wie es kein Motorradfahrer sich gerne wünscht, aber schlussendlich war es ein Abenteuer, wie ich schon sagte, und es hat uns allen beiden Spaß gemacht. Und auch in einer gewissen Weise hat es uns auch schlauer gemacht, damit wir da nicht mehr hinfahren. Nee, die Tour, die haben wir gemacht für D-Max letztes Jahr auf selbst eigengebauten Motorrädern. Muss ich sagen, war für mich bisher das geilste Erlebnis in meinem ganzen Leben, was Motorradfahren zu tun hat. Kann ich nur jedem empfehlen, das nachzueifern, weil das hat richtig Spaß gemacht. Diese Geschichte beispielsweise mit der Nordcup-Tour und viele, viele andere Geschichten aus dem Leben von Markus Walz und natürlich auch Walz Hardcore Cycles sind neulich zu einem Buch zusammengefasst worden. Das liegt nämlich da bei ihm auf dem Schoß. Wie kommt es denn zu einem Buch? Ich meine, du schreibst ja noch nicht deine Memoiren, oder? Nee, soweit ist es noch nicht. Soweit ist es noch wirklich nicht. Aber die Idee zu einem Buch, die kam, die gibt es schon länger. Die gibt es schon seit 2 oder 3 Jahren. Ich wurde da auch schon von verschiedenen Verlagen und, oder Redaktionen angesprochen, ob ich da Interesse daran hätte, dass man über mich ein Buch schreibt. Weil das Buch habe ich nicht selbst geschrieben, das schon mal vorab. Ne? Weil viele denken, ich fange jetzt noch an, Bücher zu schreiben. Ich habe da lediglich in Anführungszeichen mein Leben zur Verfügung gestellt, die Geschichte meines Lebens zur Verfügung gestellt und natürlich auch die Geschichte von Walz Hardcore Cycles mit der Aufzeigung aller Bikes, aller wichtigen Bikes von Tag 1 bis 2009 hier jetzt. Und ich denke, das ist, wenn es sich so weiter entwickelt wie jetzt zu Beginn, dann wird die erste Auflage schon recht schnell vergriffen sein. Machst jetzt seit 16 Jahren Walz Hardcore Cycles und möglicherweise war es ja irgendwann leid oder war es dir über, das, was du kannst, dauernd zu machen. Jetzt hast du neue Herausforderungen gesucht und jetzt machst du was Neues. Das heißt nämlich Walzwerk. Was ist denn Walzwerk? Walzwerk, das ist eine eigenständige Firma, die sich Ducatis widmet. Das heißt, ein Umbau von Ducatis und das Ganze auf Naked Bike, Café Racer basismäßig.
und da ausschließlich auch hauptsächlich auf luftgekühlten Ducati-Motoren das Ganze aufbaut. Das heißt, das ist was ganz anderes, wie ich ursprünglich mache mit den Trackstyle-Bikes, mit den eigentlichen Walz-Hardcore-Bikes. Und dazu muss ich sagen, dass ich schon seit 20 Jahren Ducati fahre. Das ist auch so eine Geschichte, die ich immer nebenher gemacht habe, aber nie die Bikes in der Firma geparkt habe, damit da niemand dran Anstoß nehmen kann, wie kann der Ducati oder KTM zum Beispiel fahren. Und wie es so ist, Kunden, die solche Motorräder hier fahren, die fahren in der Regel immer noch ein Zweit- oder ein Drittbike. In der Regel ist es eine Buell, eine MV Agusta, eine Ducati, eine KTM, eine Super Duke oder so irgendwas zum Heizen noch. Auf jeden Fall ein Nicht-Shopper. Ein Nicht-Shopper, ganz genau. Oder ein Nicht-Custom-Bike. Ja. Ne? Und so wie ich die Motorräder immer gebaut habe für mich, die habe ich mir immer so für mich zurechtgebaut und dann habe ich sie zwangsweise ab und zu mal auch in der Firma geparkt und das hatten die Kunden gesehen. Dann waren die eigentlich schneller verkauft, als ich sie eigentlich gebaut hatte. Und das gab mir den Anstoß dazu, zumal es für mich eine neue Motivation, ganz einfach eine neue Motivation war, das Ding hier irgendwie zu starten, eine neue Firma zu starten. Und letztes Jahr im August 2008 habe ich dann Walzwerk gegründet. Ich habe die Firma in Bad Salzuflen präsentiert. Gott sei Dank mit einem recht großen Erfolg, sage ich mal. Und ja, das läuft eigentlich ganz gut. Ich habe dazu noch eine passende Merchandise-Linie gemacht zu Walzwerk. Was also ziemlich gut kann und was auch ziemlich gut aussieht. Und das funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Und da bin ich auch recht froh, dass ich das gemacht habe, weil es ist für mich ein extremer Ausgleich zu dem, was ich sonst mache. Weil in der Walzwerkhalle ist, wie gesagt, eine eigenständige Firma in Ketsch. Das ist ein paar Orte weiter als Hockenheim. Und wann immer ich einen Ausgleich brauche, fahre ich dahin, mache das Rolltor runter, leg Rammstein ein oder was weiß ich und dann schraube ich da vor mich hin an den Ducatis und das ist für mich eine super Entspannung, ein super Ausgleich und da bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Zu Hardcore Cycles kam es dadurch, dass der Holger, der war früher bei mir in der Werkstatt beschäftigt, ist dann hat einen kurzen Abstecher nach Ride-In gemacht und jetzt hat sich so ergeben, dass der Holger das Bild ist aktuell 21 Jahre alt. Ja, 21 Jahre alt, da war ich 20 und das war so die Zeit im Ruhrpott, Dauerwelle, hinten lang, vorne kurz und schön den fetten Schnäuzer im Gesicht. Also Wolfgang Petri oder eben so ein bisschen wie Rudi Völler, das war damals so. Ich schäme mich dafür nicht, ich sah mal wirklich so aus.